Rund 60 bis 90% der Patienten, die an Krebs erkranken, bekommen im Verlauf auch Krebsschmerzen, sogenannte Tumorschmerzen. Und das nimmt auch immer mehr zu. Immer mehr Patienten sind davon betroffen. Gleichzeitig wird darüber aber auch relativ wenig gesprochen. In der Öffentlichkeit wird das gar nicht groß thematisiert. Zum einen ist es natürlich gut bzw. sehr gut, dass die Operationsmöglichkeiten immer besser werden, die medikamentöse Therapie von Krebserkrankungen besser wird. Zum anderen führt es aber dazu, dass Patienten öfter und oftmals auch länger Krebsschmerzen, Tumorschmerzen haben, zum Beispiel als Folge einer Operation. Und natürlich entwickeln Patienten dann gerade auch die Furcht davor, länger unter diesen Schmerzen zu leiden. Generell weiß man, dass Krebspatienten oder Patienten mit Tumorschmerzen sich auch nicht klar darüber äußern. Es gilt eigentlich, wer Schmerzen hat, spricht darüber. Bei Tumorschmerzpatienten ist das gar nicht so oft. Und ich werde in diesem Video deshalb einmal erklären, erstens, was sind Tumorschmerzen und zweitens, was sind die Ursachen für Tumorschmerzen. Wenn Sie das interessiert, dann gerne schauen Sie sich das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Rund 430.000 bis 450.000 Neuerkrankungen pro Jahr an Krebs gibt es in Deutschland. Und man weiß, dass circa ein Drittel der Betroffenen zu Beginn bereits der Tumorerkrankung Schmerzen entwickeln. 60 bis 90% der Patienten entwickeln diese Schmerzen im weiteren Verlauf, also fast jeder Patient. Tumorschmerzen und dessen Ursachen. Wichtig ist dabei aber, im ersten Schritt zu unterscheiden, was für einen Tumor man hat. Also man weiß zum Beispiel, Knochentumore machen sehr oft, sehr früh auch Schmerzen. 85 bis 90% der Betroffenen haben Schmerzen. Andere Krebserkrankungen, wie zum Beispiel die Leukämie, da hat man eher seltener, weniger Schmerzen, zumindest durch die Leukämie erstmal nicht. Das sind nur so 5 bis 10% der Betroffenen. Prinzipiell versteht man unter Krebsschmerzen, also unter Tumorschmerzen, Schmerzen, die auftreten im Zusammenhang mit der Krebserkrankung. Also sei es direkt durch den Krebs oder damit verbunden mit zum Beispiel der Therapie oder mit Metastasen. Es gibt also 4 verschiedene Ursachen, die ich einmal aufzählen möchte. Erstens ist es also der Krebs selber und der dann zum Beispiel auf Nerven draufdrückt oder auf Weichteilgewebe. Dann zweitens Tochtergeschwülze, also sogenannte Metastasen, die dann im Körper sich ausbreiten können und dort zum Beispiel einen Nerv draufdrücken können zum Beispiel oder auf Weichteilgewebe. Und dann drittens die Therapie. Und da unterscheidet man durch eine Operation zum Beispiel, können Schmerzen auftreten, auch dauerhaft Schmerzen, durch eine Vernarbung zum Beispiel, dann aber auch durch eine Strahlentherapie oder auch durch eine Chemotherapie. Bei der Chemotherapie zum Beispiel durch Zytostatika. Also, dass es dabei dann zu einer Polyneuropathie kommt, also ein Kribbeln in den Händen oder in den Füßen. Und letztlich der vierte Punkt, das ist dann, dass es zu Begleiterkrankungen oder Problemen kommt, wie zum Beispiel auch durch Blutungsstörungen etc. und auch zu einem schlechteren Immunsystem, das man oftmals hat, zum Beispiel auch durch Immunsuppressive, aber einfach auch nur, weil man natürlich aufgrund der Krebserkrankung ein zurückgefahrenes Immunsystem hat. Und dann kann es zum Beispiel zu einem Herpes Zoster kommen und dann die Postzosterneuralgie. Darüber habe ich ja bereits ein Video gemacht. Im Folgenden habe ich einmal eine Übersicht, die habe ich aus diesem Buch hier, Schmerzpsychotherapie, ein sehr gutes Buch, das ausführlich auch auf die Tumorschmerzen und Tumorschmerztherapie eingeht. In der Abbildung sieht man also in der Mitte die Diagnose Krebs und die kann dann dazu führen, dass man also die Infiltration des Knochen, zum Beispiel im Schädel oder im Wirbelkörper. Also ganz typisch ist zum Beispiel ältere Patienten, die ein Prostatakarzinom, Prostatakrebs haben und dann merken die mit der Zeit, auch erst nach längeren Monaten oder 1-2 Jahren, dass sie Rückenschmerzen zum Beispiel bekommen. Und das liegt daran, dass Metastasen sich in die Wirbelkörper oder gelangt sind und dort Schmerzen machen, auf die Nerven drücken etc. Und erst dadurch wird dann das Prostatakarzinom zum Beispiel auffällig. Dann auch Infiltration von Nerven, also dass Nerven eingedrückt werden, das Rückenmark. Und man sieht hier in der Abbildung einmal die Behandlungsmaßnahmen, also Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie.
Da sieht man, zum einen kann das zu akuten Schmerzen führen, also dann, wenn man operiert wird, typische postoperative Schmerzen unmittelbar danach, wie man es auch hat, wenn man eine andere Operation hat, aus einem anderen Grund. Und dann kann es aber auch zu chronischen Schmerzen kommen. Wie man hier sieht, zum Beispiel eine Operation kann zu Phantomschmerzen führen, dann, wenn man als Beispiel eine Knochenmetastase oder Knochentumor hat und der Unterschenkel zum Beispiel abgenommen wird. Dann eine Strahlentherapie kann ganz typisch zu Nekrosen führen, Chemotherapie, da das Stichwort Polyneuropathie. Erst gestern hatte ich wieder eine Patientin gehabt, mit der ich gesprochen habe, die ein Mammakarzinom hatte vor 4-5 Jahren, also Brusttumor, und dann typischerweise die Chemotherapie bekommen hat und jetzt als Folge davon 4-5 Jahre später immer noch eine Polyneuropathie, also ein Kribbeln in den Füßen. Trotzdem, ganz wichtig an dieser Stelle möchte ich auch betonen, bei Krebserkrankungen sind Chemotherapie, auch operative Verfahren etc. wichtig und notwendig. Aber es ist wichtig, auch zu wissen, ja, was dann die Folgen mit sein können, beziehungsweise dauerhaft, dass es dann auch zu Schmerzen führen kann. Es ist deswegen wichtig, dass man rechtzeitig den Patienten entsprechend behandelt und das auch wahrnimmt. Weil nochmal, wie ich eingangs bereits gesagt habe, gerade Tumorschmerzpatienten äußern sich oftmals nicht, weil sie auch nicht den Angehörigen zum Beispiel zur Last fallen wollen. Deswegen ist es also wichtig, aber nochmals, eine adäquate Behandlung durch Bestrahlung, durch Operation, durch Chemotherapie, entsprechend wie es Ihre Ärzte Ihnen sagen, ist das A und O. Es gibt also sowohl akute Schmerzen, die im Rahmen einer Tumorerkrankung eine Rolle spielen, als auch chronische Schmerzen, die sich mit der Zeit erst entwickeln oder auch dann, wenn die Tumorerkrankung vielleicht vorbei ist. Außerdem richtet sich die Intensität der Schmerzen, also die Stärke der Schmerzen, auch danach, wo der Tumor ist oder auch die Metastasen oder die Operation stattgefunden hat. Bei dem Tumor ganz typisch also, wenn dieser zum Beispiel in Organen ist oder im Gehirn, da merkt man das lange Zeit nicht, weil wir dort keine Schmerzen oder Rezeptoren haben, den Schmerz nicht aufnehmen können. Entsprechend unterscheidet man also nach verschiedenen Arten oder Typen von Tumorschmerzen. Erstens sind ganz typisch die Nervenschmerzen. Nervenschmerzen also, wenn ein Nerv zusammengedrückt wird oder ein Nerv zum Beispiel im Rahmen einer Zytostatika-Therapie, also einer Chemotherapie, dann eine Polyneuropathie sich entwickelt. Dann zweitens Knochenschmerzen, also das sind Schmerzen, die entstehen, weil zum Beispiel ein Knochentumor oder häufig auch Metastasen an Knochen sind, wie zum Beispiel an Wirbelkörpern, wie eben schon genannt in dem Beispiel mit dem Prostatakarzinom oder auch bei Brustkrebs, Mammakarzinom, ganz typisch, dass man dann Rippenschmerzen bekommt, also die Rippenknochen dann zu Schmerzen führen. Dritte wichtige Art ist der sogenannte viszerale Schmerz, also der Schmerz von inneren Organen. Die Organe selber, die können ja auch keine, oder dort spüren wir keine Schmerzen, sondern die Hülle, die die Organe umgibt, die Kapsel, die die Organe umgibt. Und wenn diese Kapsel sich entzündet oder gedehnt wird, dann kann das zu Schmerzen führen. Und das ist auch ganz normal bei bestimmten Arten von Bauchschmerzen, die wir haben. Dann kommt dieser Schmerz dadurch zustande, dass sich die Organe vielleicht etwas ausdehnen oder bewegen. Und dann führt diese Kapsel, dass die gereizt wird, zu Schmerzen. Diese viszeralen Schmerzen sind ganz typisch schwer lokalisierbar. Also man kann nicht genau auf die Stelle zeigen. Das ist ja dann manchmal bei Bauchschmerzen auch so. Und sie treten wellenartig auf. Das Gegenteil davon sind die davor genannten Knochenschmerzen. Die sind sehr gut lokalisierbar. Da kann man sehr gut sagen, an welcher Stelle das genau ist. Und diese Schmerzen sind meistens dann auch dumpf. Viertens sind Schmerzen nach einer Krebsbehandlung. Das ist ein Aspekt, der oftmals auch vergessen wird, gerade wenn die Krebsbehandlung dann zum Glück vorbei ist, der Krebs sozusagen vorbei ist. Aber man hat vielleicht eine Operation, man hat eine Vernarbung. Man nennt es dann Postektomiesyndrom. Also man hat Schmerzen, obwohl die Operation vielleicht jahrelang schon vorbei ist. Anderes Beispiel kennt man vielleicht auch, wenn man eine Bandscheibenoperation hat oder eine Operation an der Hüfte, am Knie etc. Und es kann natürlich auch dauerhaft zu Problemen kommen im Rahmen der Bestrahlung, die man hatte, dass man da eine Nekrose hat. Und fünftens sind indirekte Tumorschmerzen, also Schmerzen, die nicht direkt mit dem Tumor zu tun haben, sondern eine Folge davon, wie zum Beispiel Muskelverspannungen
um den Tumor herum, dass die Muskulatur verspannt oder zweitens durch Blutungsstörung oder auch absterbendes Gewebe. Das alles sind also verschiedene Arten von Tumorschmerzen. Was ist der sogenannte Durchbruchsschmerz? Eine Besonderheit bei Tumorschmerzen, hört man vielleicht oft, ist der sogenannte Durchbruchsschmerz. Damit sind gemeint plötzlich ganz stark auftretende Schmerzen. Der Schmerz bricht durch. Und das ist für die Patienten deswegen auch relevant. Nicht nur, weil das extrem schmerzhaft ist, man dann auch meist sofort gerufen wird zum Patienten und ihm dann ein ja, sofort schnell wirksames Opioid gibt, sondern es ist für die Patienten auch deswegen wichtig. Das ist nämlich die Begründung, warum man eine Basismedikation hat, also permanent zum Beispiel morgens, mittags, abends Medikamente einnimmt und auch eine Bedarfsmedikation. Eine Basismedikation und eine Bedarfsmedikation, nämlich dann, wenn diese Schmerzspitzen kommen, dieser Durchbruchsschmerz. Und dieser Durchbruchsschmerz ist leider ganz typisch für Tumorschmerzen. Krebsschmerz verstärkende Faktoren. In der Praxis zeigt sich leider, dass gerade im Zusammenhang mit Tumorschmerzen Patienten oftmals erstens sich nicht äußern, nicht adäquat äußern, nicht äußern wollen und dann zweitens aber auch Angst haben. Angst davor haben, lange diese Krebsschmerzen zu haben, diese vielleicht auch, dass man diese nicht kontrollieren kann oder diese nicht reduzieren kann. Und es zeigt sich leider auch, dass oftmals diese Angst vor den Krebs- oder Tumorschmerzen, diese berechtigte Angst, überwiegt versus der Angst, zum Beispiel in Extremsituationen dann zu versterben. Man hat viel mehr Angst davor, dass man nicht beherrschbare, starke Krebsschmerzen hat, unter diesen leidet. Und dann auch andere Faktoren kommen dazu, und die habe ich hier einmal aufgelistet, sogenannte schmerzverstärkende Faktoren, dass man sich selber Gedanken macht, dass man Ängste hat, dass man vielleicht in eine schwierige finanzielle Situation dadurch kommt, Angehörige mit involviert, diese ganzen verschiedenen Faktoren, die führen dann dazu, dass es zu einer Schmerzspirale kommt, dass der Schmerz immer stärker wird, gar nicht mehr so sehr aufgrund der Ursache, sondern aufgrund dieser verstärkenden Faktoren. Und das ist ganz wichtig zu wissen, das ist auch wichtig zu diskutieren, gerade auch für die Angehörigen, nämlich für die Pflegenden, genauso auch für die Ärzte. Wie man Tumorschmerzen therapiert, worauf man dabei achten muss, darauf gehe ich in einem separaten Video ein. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.